nochmal, was haben wir genau gemacht? Hä? War ich doch gerade. Nee, als wenn das jetzt der Anfang wäre vom Video. Oh, ne. Doch, sag mal einfach, nee, was, also das grobe Konzept. Wir haben Urlaub gemacht. Und wo? Okay. Das ist meine Kuhhirne. Das ist die Kacke, das bereit. Wir haben Urlaub gemacht und jetzt sind wir hier wieder im wunderschönen Hamburg und wollen die ganze Reise nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Und da dachten wir, erzählen wir euch dann einfach gleich was bei, weil sich das so anbietet. Ja. Also es hat angefangen, wir sind losgefahren. Mit der Aussicht, dass es die ganze Woche schlechtes Wetter sein wird und wir dann an der Nordsee sind und es regnet. Ja. Aber das war gar nicht so. Also das Wetter hat einfach gelogen. Ganz viele Abenteuer erlebt und es war voll schön, einfach mal wieder so ein bisschen rauszukommen, weil wir das irgendwie voll vernachlässigt haben und super schnell wieder gemerkt haben, wie schön es eigentlich ist, nicht nur in der Stadt zu stehen oder halt mal so einen Tag irgendwo draußen, sondern einfach mal wieder so ein bisschen mehr weg zu sein. Ja, und wir haben auch gleich in dem Zug uns dann wieder überlegt, okay, eigentlich müssen wir das viel öfter nutzen, weil es lohnt sich halt auch irgendwie für 2-3 Nächte irgendwie loszufahren und das entspannt einen schon so doll, wenn wir im Captain T sitzen und losfahren, ist eigentlich schon irgendwie voll entspannt. Ja, wir haben richtig, richtig viele Tiere kennengelernt ja. Und gesehen. Und das sind halt so Sachen, die erleben wir halt. Also das erleben wir halt hier sonst einfach nicht. Also wir waren am Strand spazieren im Watt und dann war da halt einfach eine kleine Robbe. Es war ein Seehund. Paul. Ja, aber die chillen doch auch so. Die chillt aber nicht, sondern die hängt, glaube ich, fest. Paul. Oh, die hängt fest. Hi. Ja. Super. Die lässt sich weg. Sie ist halt super schwach. Oh, Böris. Das ist Robby. Wir haben Robby gerade befreit, weil Robby hier zwischen einem Stein mit ihrer Pfote festhing. Und jetzt schläft Robby eine Runde, weil sie so erschöpft ist. Und wir haben sogar den Ranger angerufen, weil wir dachten, es ist sehr kompliziert, die Robbe zu befreien. Der Ranger kommt jetzt, aber ich glaube, Robby geht's wieder einigermaßen gut. Die muss jetzt sich nur ausruhen. Und dann kann sie wieder losschwimmen, oder? Ich kenne mich jetzt nicht so mit Robben aus, aber... Ja, wenn die Also kommt. Ich sag mal so, die hatte echt Angst vor uns. Dann haben wir die befreit, dann haben die uns angeguckt. Jetzt schläft Robby und wir sind hier neben ihr. Jetzt kommen bestimmt so Wildtierleute, die Ahnung davon haben. Da ist auch richtig schlimm hier alles. Aber wir wissen das nicht besser. Und wir haben echt das Beste getan. Ja, sie wäre halt ertrunken, wenn die Flut gekommen wäre. Ja, sie wäre ertrunken. Die hing da halt super doll fest. Der Stein, ich hab den halt, sieht man ja hier. Boah, die zittert ganz doll. Der ist bestimmt kalt. Sie winkt. Sie winkt. Okay, komm, jetzt lassen wir Robby in Ruhe. Robby, mach's gut. Kommt die jetzt da nicht weg? Ich glaube, die muss man halt ins Wasser packen. Und dann waren wir auf dem Deich spazieren und da war eine riesige Kuhherde, durch die wir einfach durchgelaufen sind. Hola! Wir möchten das einmal durch. Das heißt, wir sehr freundlich, wenn die so ein Stress geht. Ja? Oh, die haben Husten. Oh, verursacht Lungenkrebs. Bucky, 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 komm, weg, 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 weg. Guck, die, da muss man nur mit Kühen reden können. Ist gut. Hi. Komm, geht mal alle weg. Eigentlich sind Pferde. Wir müssen halt da durch, weil sonst rutschen wir runter. Du kannst? Komm! Tuck, 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 tuck. Hallo! Kühe sind ja eigentlich friedliche Tiere, gell? Oh! 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 Was sagst du jetzt zu den Kühen? Da unten ist eine mit Hörnern. Das ist so ein kleines Baby-Ding, das da. Das ist kein Baby, das ist einfach ein Stier. Das ist kein Stier. Guck mal, die Waren, geh mal weiter. Kühe sind halt super friedlich, man muss halt keine Angst vor Kühen haben. Richtig, aber da unten ist ein Stier. Das ist kein Stier. Doch. Und ich hab mit Schafen geredet. Ja. Toll.
Haben wir das nicht drauf, wie sie antworten? Immer wirklich rede. Muss tiefer, glaube ich. Genau. Frau Nielsen ist wieder outgesourced, wie wir so schön sagen. Outgesourced bedeutet ab in Moorgraben. Und sie war auf dem Friedhof? Und sie war auf dem Friedhof und sie war noch irgendwo. Ja, sie durfte auf so einem Maisfeld ist sie auch rumgelaufen. Ja, da durfte sie raus. Friedhof durfte sie nicht. Wir gehen jetzt zurück zum Captain. Was haben wir noch gemacht? Wir haben ein Büro gebaut. Ja, wir haben ein Büro gebaut. Da hat es tatsächlich geregnet. Da haben wir einfach gesagt, okay, wir nutzen jetzt diese schöne Zeit. Das war der einzige Regentag. Aber dann kam am Ende, hat es sich doch nochmal gelockert und es war irgendwie ganz cool. Zuerst haben wir Ablagemöglichkeiten und Grünpflanzen installiert. Nach der Installation von Ablagemöglichkeiten und Grünpflanzen folgt nun ein neuer Tisch. Fertig. Das passt nicht. Nee. Genau. Also wir tauschen den Kasten nochmal aus. Was hältst du von der Idee, unser Büro mit Sachen aus der Bastelkiste auszustatten? Brain. Das ist eine Idee. Bastelkiste! Und so sieht's jetzt aus. Hier ist noch ein Kassettenrekorder, man weiß ja nie. Die Kiste haben wir ausgetauscht für einen vernünftigen Tisch zum Schreiben. Im Handschuhfach gibt's jetzt das obligatorische Tape, ein bisschen Kreide und Flatterband. Und hier oben gibt's noch ein bisschen Kartenmaterial. Und ganz viel Fußraum! Yay! So, jetzt ging es die ganze Zeit ums Reisen und Urlaub machen und da haben wir uns gedacht, wir erzählen euch jetzt ein paar Sachen, wie wir versuchen, unsere Reisen möglichst nachhaltig zu gestalten. Und zwar gibt es natürlich die nachhaltigste Möglichkeit und das ist irgendwie zu Fuß was zu machen. Da haben wir auch schon mal überlegt, ob wir irgendwie mal so eine Tour machen von Hamburg nach Thüringen, da haben wir super doll Bock drauf. Oder mit dem Fahrrad, mein Papa ist damals zum Beispiel mit ein paar Freunden nach Paris gefahren mit dem Fahrrad von Hamburg aus. Das ist halt auch super cool, aber gerade wenn es einem zu lang ist oder man da nicht so der Fahrradfahrer oder zu Fußläufer ist, gibt es natürlich auch eine super Möglichkeit, dass man einfach mit dem Zug Reisen macht. Das ist auch super umweltfreundlich. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Fernbusreise nach Schweden gemacht. Das ist auch richtig cool. Nicht ganz so geil umwelttechnisch wie der Zug, aber trotzdem besser als ein eigenes Auto. Jetzt sind wir natürlich mit Captain T unterwegs, was umwelttechnisch zwar besser ist als Fliegen, aber eigenes Auto, Diesel. Guckt euch da auf jeden Fall Spritspartipps auf YouTube an. Das habe ich gemacht und es ist super, super gut. Wir sparen mega viel Diesel. Immer noch nicht perfekt, aber es ist schon mal besser als gar nichts, würde ich sagen. Und dadurch, dass wir mit unserem Bus unterwegs sind, sparen wir dann natürlich im Urlaub extrem doll Ressourcen an der Unterkunft. Also wir brauchen nicht mal ein Airbnb, geschweige denn irgendwie ein Hotel oder eine Pension, die natürlich auch nicht wirklich nachhaltig ist ganz oft, wenn man halt dran denkt, die Handtücher werden immer gewaschen, es braucht natürlich Strom und überhaupt diese Baufläche. Und das können wir natürlich dann wiederum alles einsparen, was dann irgendwie den Diesel vielleicht aufwiegt. Und wenn wir dann im Urlaub angekommen sind, dann bleibt Captain T aber wirklich stehen und wir bewegen uns nur zu Fuß oder mit Fahrrädern fort. Und das Schöne ist, zu Fuß kann man eigentlich jede Stadt so mindestens in 2-3 Tagen super gut erkunden, also zumindest die Innenstadt. Und wir sind ja auch super viel in der Natur unterwegs, da ist einfach das Spazierengehen auch einfach total schön und erholsam. Und Fahrräder kann man entweder mitnehmen, wenn man zum Beispiel den Platz hat, oder man kann sie sich überall mieten. Und so bewegen wir uns eigentlich immer klimafreundlich im Urlaub fort. Apropos klimafreundlich, wenn wir dann einmal angekommen sind, versuchen wir natürlich da auch unsere Aktivitäten so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das heißt in allererster Linie erstmal, wir nutzen die Sachen, die sowieso gegeben sind, wie Seen und Meere zum Schwimmen und Duschen, anstatt richtigen Duschen oder halt irgendwie Thermen und Bädern, was natürlich auch nochmal eine ganze Menge an Energie spart. Und dann versuchen wir, dass wir wirklich
bewusst die Dinge angehen. Zum Beispiel, wir gehen nicht jeden Abend essen, sondern wir suchen uns einen bestimmten Tag aus und freuen uns dann richtig doll. Und die anderen Tage kochen wir halt richtig geil in unserem Van. Genau dieses Bewusste wollen wir halt auch einfach so auf uns übertragen im Urlaub. Und wir wollen uns eben nicht mit ganz, ganz viel Aktivitäten und so weiter zuballern, sondern wir wollen ganz bewusst die Natur wahrnehmen und wieder zu uns kommen und die Zeit einfach genießen, in der wir halt ganz bewusst und ruhig Urlaub machen und für uns sein können. Jetzt, wo wir euch erzählt haben, wie wir versuchen, nachhaltig zu reisen, könnt ihr uns ja mal eure Tipps und eure nachhaltigen Reiseideen in die Kommentare schreiben. Das finden wir nämlich immer ziemlich cool, wenn wir da so ein bisschen Diskussion anregen könnt und ihr euch auch untereinander ein bisschen austauschen könnt. Da freuen wir uns drauf. Ab damit. Das war toll, gell? Super!